Eine Taktik, wie du 10-mal schneller als die anderen ins Ziel kommst. Ja, die gibt es. Die nennt sich Shortcuts. Und heute werde ich dir die besten Shortcuts in StumbleGuys zeigen. Im Grunde genommen sind Shortcuts Wege, die von den Spielentwicklern gewollt sind, dass man schneller als durch den normalen Standardweg ins Ziel kommt. Auf Deutsch gesagt Abkürzung. Shortcuts sind also Abkürzungen auf StumbleGuys Maps. In Icy Heights beispielsweise kannst du direkt am Anfang bei dem gelben Bumsteilen durchflutschen und einfach den Weg komplett dir ersparen und viel schneller ins Ziel kommen. In Lost Temple gehst du erstmal den normalen Weg, bis du hier zu diesem Punkt ankommst und dann nach links oben hochjumpst, um dort dann auf die orangene Mauer zu jumpen. In Jungle Roll genau dasselbe. Am Anfang direkt bei dem Matsch solltest du immer darauf achten, dass du den rechten Weg gehst, denn der ist einfach viel schneller. Bei der Rolle kannst du einmal diesen Move machen, dass du in der Hechtposition bleibst und sozusagen der sehr schnell. Und kurz vor Schluss kannst du bei den Brücken noch kurz 2-3 Meter dir ersparen. In Floorflip, nämlich bei den Würfeln, da kannst du einfach nur einen Würfel benutzen, um somit dann durchzukommen. Du jumpst einmal von dem Punkt zum mittleren Würfel und vom mittleren dann zum Ende. Du musst einfach kurz vor der Kante abspringen und dann schaffst du das. Das ist easy. Cannon Climb. Dort kannst du einfach auch wieder bei dem gelben Bounce-Ding in der Mitte auf die kleine Mauererhöhung kommen und so kannst du dir auch Zeit ansparen und dann direkt danach, wenn du wieder auf die andere Wandbarriere hier hüpfst, kannst du dir auch Zeit ansparen, weil du nicht von den Kugeln getroffen werden kannst. Und jetzt zu guter Letzt der beste und wichtigste Shortcut in StumbleGuys, nämlich in Super Slide. Also am Anfang kannst du direkt richtig gut abkürzen, indem du einfach beim ersten Trampolin kannst du auf einmal einen richtig guten Boost mitnehmen und dann kannst du einfach genau ab dieser Stelle hier von dem einen Rutschenteil zum anderen hüpfen, ohne die Rutsche wirklich zu rutschen. Kurz vor Schluss kannst du auch noch auf die andere Rutsche drauf hüpfen und dir auch Zeit einsparen. Und das waren auf jeden Fall alle Shortcuts, beziehungsweise die wichtigsten Shortcuts von StumbleGuys.